Was geht, Vater, wieder am Start? Willkommen zum neuesten Unboxing-Video. Arriba, Freunde, heute habe ich was ganz Besonderes. Future Shit, du hörst es. Und zwar für die Next-Gen-Konsole, für die PlayStation 5, das Gaming-Headset. Und zwar das Pulse 3D. Ja, ja, nur hier. Freunde, ich halte das Prachtexemplar in den Händen. Und ich muss sagen, ehrlich, was für ein Schmuckstück. Ich bin schon neidisch. Vielen Dank an mein süßen Cousin, vielen Dank, dass ich das unboxen darf, ne? Es ist sein Produkt, es ist nicht mein Headset, ich darf es unboxen, damit ihr was zu gucken habt. Auf jeden Fall, danke schön, Cousin. Arriba! Ich küsse dein Ohrläppchen reingeschissen. Auf jeden Fall, so sieht das Prachtstück aus, ne? Also die Verpackung, ne? Von der Seite sieht es so aus, könnt ihr gerne Pause drücken, ja? Und von der Rückseite sieht man einen wunderschönen Kopfhörer, ebenfalls mit dem USB-Bluetooth-Stick, ja? Sehr schönes Ding, und von der Seite so, ne? Ja, auf jeden Fall, ich sag euch das mal jetzt in echt, bin selber aufgeregt, weil das ist für die Next-Gen-Konsole und das ist die wie die Platinum-Headset, ne, von der PlayStation 4 Beispiel. Und ja, nur für die PlayStation 5. Naja, wer darf nicht fehlen zum Auspacken? Der Butterfly für Arme, jetzt zerschnippelt, zersägt, zerschneidet jede Box. Jawohl, packen wir aus und schnuppern mal rein. So geht das auch mit so einer Schnalle, zapp, zapp, ne, und dann hebst du es so hoch, ne, und dann kommt direkt eigentlich das Produkt. Mit viel Pappe, ist sehr schön. Plastikreduzierung ist sehr gut. Vorbildlich von Sony. Ne? Also da musst du das Headset. Oh, ich sehe das schon. Da machen wir es alles einzeln. Machen wir damit erstmal. Direkt so, weißt du? Zur Begeisterung, so kleine Hype-mäßig. Gucken wir erstmal Schnupper oder. Ja, keine Ahnung, ich bin nervös, sorry. Gucken wir erstmal hier rein. Und zwar haben wir hier ein USB. Ne? Sieht man das? Also dieses Aufladekabel. Zu USB Typ C. Fokus bitte. Sieht man das? Ja, USB. Zu USB-C, damit du es aufladen kannst, ja? Oder an deine Konsole stecken kannst, glaube ich. Und sogar AUX-Kabel tauglich. Das ist sehr schön. Ein AUX-Kabel ist mit dabei. Finde ich sehr nice, ne? Damit du es auch zum Beispiel per Handy nutzen kannst oder direkt an deinen Controller anschließen kannst. Gott sei Dank haben wir die Möglichkeit, mit 3,5 mm Klinkenkabel direkt das auch so zu nutzen, ohne Bluetooth. Das finde ich nice. Jetzt kommen wir zu den Bedienungsanleitungen. Aber wir brauchen das nicht. Wir sind Experten. Wir können das auch so regeln. Ja, ja. Und jetzt natürlich zu guter Letzt. Oh Junge, ich sehe schon. Guck. So ist es reingeklatscht. Alter Schwede. Was für ein Future Gaming Headset. Ich schwöre es dir, ich bin Fokus und These drinnen. Huhuhu. Junge, Junge, Junge. ASMR? Ah, nicht so wild. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nices Design. Also von Stiftung Future Test 1 von 10. Also, nee, schlecht ist ja 1. 10 von 10. Jawohl. Auf jeden Fall stabile Sache. Fühlt sich auch hochwertig an. Okay, das ist ein bisschen. Ja, das ist ein bisschen Plastik, aber hier das untere fühlt schon super an. Oh, Junge, das wird ihr niemals erkennen bei meiner Kamera. Aber hier, ne, in diesem schwarzen Polster oder was das ist, ne, ist ein ganz klein, kennt ihr wie beim Controller, vom DualSense 5 Controller, ganz klein graviert oder wie auch immer, die Stick-Logos, ja. Dreieck, Viereck, Kreis, X, in ganz klein, aber sieht man glaube ich nicht. Vielleicht so, wenn die, ah. Sieht man das? Papa wäre stolz auf dich. Fokus, bitte. Oh, fuck. Wenn man das sieht, ne? Leck mich am Zückerli. Egal. Man sieht es. Ui, wer ist das denn, der Süße? Zur Seite, wieder nach hinten. Ey, oh, oh. Oh, hab ich Popel? Naja. Auf jeden Fall. Ja, hoffe ich, habt ihr es gesehen. Wenn nicht, reingeschissen. Da haben wir diesen Bügel. Dann kannst du es so höher stellen. Vergrößern kannst du es so. Ne, kann man es größer machen? Länger? Nee, man kann das nicht größer stellen. Tatsache, geht gar nicht. Ah doch, dafür ist ja das hier da. Aber krass, das ist in einem Guss so gesehen, ja? Sieht man ja direkt, so in einem Guss. Sehr schön. Okay, da ist die rechte Seite und linke Seite. Ja, finde ich cool, ne? So sieht es aus. Alles, die technischen, sagen wir mal, Steuermöglichkeiten, ist hier auf dieser Seite, auf der linken Seite. Dann haben wir einmal fürs Game, Fokus bitte. Ah, scheiße, ey, Fokus ist nicht da. Jetzt. Oder weg. Hier. Ja. Warte, ich zoom wieder. Ich zoom wieder dran. Ist die beste Möglichkeit. Damit du alles siehst. Hier. Sieht man das jetzt? Wenn nicht, reingeschissen. Aber was soll ich machen? Ich will auch ein bisschen
professionell wirken wie andere. Ah, reingeschissen. So. Sieht man das? Game Sound kannst du einstellen. Lass mal selber gucken. Da haben wir Chat Sound, Mikro. Ah, Monitor. Off, on. Leise, laut kannst du da machen. Fokus bitte wieder. Ach, reingeschissen. Individuell musst du selber drücken. Da. Und dann hast du einmal hier an der Seite Mute-Knopf. Das ist sehr wichtig. Finde ich sehr geil. Den Headset zu muten, damit du auch private Sachen für dich behältst. 3,5 mm Klinkenkabel kannst du da einstecken. Und da, ich weiß nicht, was das ist. Ah, Auf- und An-Knopf. Ja, Auf- und An. Auf- und An. Auf- und... Ne, Aus- und Zu. Aus? Ne, was laber ich da? An- und Aus-Knopf. So. Boah, Junge. Und da ist die Mikrofon, wo du da reinsprechen kannst. Oder das ist fürs... wie heißt das? Doch, das ist dafür da. Naja, ich zieh das mal an. Darauf haben wir doch alle gewartet. Polster ist übrigens sehr weich. Ja, ihr seht selber, das ist ein bisschen dicker. Ja, aber ist fluffig. Ja, sehr schön, sehr schön. Okay. Oh, Junge. Oh, Junge. Oh, es fühlt sich super an. Ihr seht selber, das passt sogar in meinen dicken Schädel drauf. Und angegossen, ja, angegossen. Macht ihr mir einen Screenshot und schickt mir bei Instagram, Fatih aka Chetin, heißt bei Instagram. Ich werde vielleicht auch in die Story posten, falls du korrekt bist. 1, 2, 3? Okay. Stabile Sache. Finde ich super. Wirklich. Sitzt angegossen. Auf jeden Fall, wir werden das jetzt mal kurz anschalten. Ich will mal gucken, wie der Sound ist. Ob das wirklich möglich ist. Gucken wir mal jetzt. So. Einmal zum ersten Mal anschalten. Okay. Es leuchtet dann blau. Ne, ich habe jetzt keine PlayZ 5 hier, ja. Aber ich will das mal einmal mit hier. AUX-Kabel ermöglichen mir, das mal zu testen. So, zack. Hier rein in mein Handy, zack, zack. Hoffentlich hört man das auch ein bisschen, den Sound. Pass auf, wir hören irgendwas. Ganz schnell. Ah, Skur. Okay, der Sound ist sowieso, Sony macht auch Baba-Headsets wirklich oder Kopfhörer, die mit einem sehr schönen Knall haben und schönen Knall und Klang, natürlich. Ihr wisst selber, extra Bass, ne, ich will das jetzt hier nicht zeigen oder doch, komm, zeig schon, wenn ich das hier habe, habe ich hier ein Produkt, ne, zum Beispiel diese Sportkopfhörer oder diesen großen Lautsprecher, aber könnt ihr es ja gerne abchecken. Die haben wirklich immer erste Sahne Kopfhörer. Und ich muss sagen, hier merkt man es auch natürlich, dass der Klang vom Sound, vom Headset echt super ist. Da bist du auf jeden Fall zufrieden. Hier kann man leider den 3D-Audio nicht nutzen, ne? Ist ja noch nicht möglich, nur auf der PlayStation 5 wahrscheinlich. Oder später per App oder so. Mikrofon kann ich dir jetzt nicht so wiedergeben, weil ich das noch nicht getestet habe. Ne? Habe ich jetzt nicht die Möglichkeiten, aber im Großen und Ganzen ein sehr geiles Teil. Ja, ob das in Zukunft wirklich mit dem 3D-Sound ermöglicht, wie es wir vorstellen können, ist abzuwarten. Müssen wir gucken, ja, wie das wird. Ich kann dir sagen, der Akku hält 12 Stunden. Ne? Also 12 Stunden Gaming-Session reicht auf jeden Fall. Und was steht hier noch? Genau, Noise-Canceling. Das ist auch immer super. Ne? Rauschunterdrückung brauchen wir auch heute. Das ist sehr wichtig, weil ich habe keinen Bock, die Nachbarn oder so zu hören. Ich will meinen Sound hören vom Game. Mehr auch nicht. Ja, im Großen und Ganzen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns beim nächsten Unboxing und bleibt knusprig. Arriba!